Ja, hallo bei Übertage. Wir melden uns mal wieder mit dem alten, schönen Q&A-Intro zurück. Einige haben es vielleicht vermisst, einige kennen es wahrscheinlich gar nicht, weil sie erst später dazugekommen sind. Euch erwartet heute eine kleine Q&A-Folge, die wir euch als Ersatz sozusagen liefern dafür, dass wir jetzt zwei Livestreams haben ausfallen lassen müssen wegen der ganzen Corona-Scheiße bei Joshua und wir das dann einfach nicht realisieren konnten technisch. Deswegen haben wir euch ein paar Fragen gestellt bei Instagram und wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid und uns so viele interessante Fragen gestellt habt. Joshua, vielleicht zu Beginn einmal, wie geht es uns? Das war auch eine Frage, die wir auch immer beim Livestream beantworten sollen. Wie geht's dir? Das ist ja, glaube ich, immer die Lieblingsfrage von Kommunismus Beste. Grüße gehen raus. Mir geht es tatsächlich wieder besser. Also, ich war ja jetzt schon etwas über eine Woche in Quarantäne. Vermutlich hatte ich aber auch schon davor den Verlauf, das ist unklar, weil ich ja auch noch erkältet war. Ja, und das ging jetzt so die Tage auf und ab bei mir. Was mich heute sehr gefreut hat, ist nicht nur, dass ich keinen Husten, Niesen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, was auch immer mehr hatte, sondern dass auch mein Geruchssinn langsam wieder zurückkehrt, wo ich jetzt die Tage davor ziemliche Probleme mit hatte. Und es ist einfach schön, jetzt wieder mehr Sachen riechen zu können. Und ja, dementsprechend geht es mir eigentlich recht gut. Das Wetter ist ja auch ganz nett. Da kann man dann auch mal irgendwo beispielsweise sich auf den Balkon setzen oder auf ein Dach klettern. Dementsprechend habe ich jetzt das schöne Wetter genossen und bin froh, bald erlöst zu sein und endlich wieder rausgehen zu können. Ja, und ich freue mich, bald wieder nach Dortmund in die eigene Wohnung kommen zu können, weil ich ja jetzt die ganze Zeit ausquartiert war. Und dementsprechend geht es mir auch deutlich besser. Und ich freue mich darauf, dass Joshua und ich uns bald wieder sehen und wir wieder ein normales Leben führen können. Oh ja. Ja, und unsere normalen Sachen, die wir halt so tun können. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt uns drei Fragen raussuchen werden von den zahlreichen, die wir bekommen haben. Dann machen wir das ziemlich smooth und gehen dafür dann vernünftig auf die Punkte ein. Wir starten mit der Frage, sollte man sich auf eine Person wie Prodor überhaupt noch positiv beziehen? Ja, ist ja immer eine spannende Frage und ich glaube, Proudhon ist auch immer die Person, die im Anarchismus da am ehesten genannt wird, wenn es um die ganze Frage von historischen Personen geht. Proudhon ist ja auch so ein bisschen immer der Gründervater des Anarchismus. In vielen historischen Betrachtungen des Anarchismus und nimmt dementsprechend da auch eine besondere Rolle ein, ist ja aber wegen seinem Frauenbild und auch wegen dem Antisemitismus in seiner Theorie extrem umstritten. Und ich finde, da ist schon für mich direkt erstmal so ein wichtiger Punkt, wo ich unterscheiden würde, nämlich zwischen dem Privatleben von der Person, wo wir uns historisch drauf beziehen, und auch der theoretischen Bedeutung eben für den Anarchismus. Da finde ich, ist dann auch immer die Frage, auf was bezieht man sich da und was nutzt man dann auch für eben entweder die eigene Geschichte oder eben für die eigene Theoriebildung. Und da finde ich, ist das dann auch jeweils immer eine Frage, was findet sich dann in diesem Bereich von dem Leben und Wirken dieser Person, was man betrachtet. Und dahingehend würde ich das dann auch immer beurteilen. Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Es ist ja so, dass wirklich Prodor als Person und auch das teilweise ist ja auch in seinen Werken eingeflossen, was ihn ja auch nochmal unterscheidet zu jetzt jemand wie Bakunin zum Beispiel oder anderen, wo das eben nicht so stark in die Werke selbst eingeflossen ist. Und teilweise findet sich also dann auch diese problematischen Inhalte bei Prodor dann auch in seinen Texten wieder. Generell, denke ich, ist es so, dass weiterhin einfach für eine historische Betrachtung, für eine Entwicklung der Ideengeschichte, für die Entwicklung des Anarchismus, der Proudhon sehr wichtig ist und zu nennen ist und dementsprechend sich man auch mit ihm auseinandersetzen muss. Aber auch zur damaligen Zeit schon, muss man ja sagen, auch für unser Anarchismusverständnis, auch dann heute wiederum, aber auch damals, das, was Proudhon da aufgestellt hat, war auch in ganz vieler Hinsicht eben der Beginn von dem Anarchismus, wie wir ihn heute kennen. Und es brauchte sehr viele Weiterentwicklungen und es gab sehr, sehr viele echt starke Probleme bei Proudhons Theorie, die dann auch dann zum Beispiel dazu geführt haben, dass bei der Pariser Kommune dann halt auch die Proudhonisten damals, die recht stark waren, einen Teil dazu beigetragen haben, dass dann so was wie die Zentralbank nicht angetastet wurde, weil also bei Proudhon noch Eigentum nicht angetastet werden sollte und solche Geschichten. Also da braucht es auch viel Weiterentwicklung und dementsprechend kein starker eigener Bezug mehr auf Proudhon in dem Sinne.
Ja, und da würde ich nämlich auch so ein bisschen dann den Unterschied zusehen, wie es beispielsweise in der marxistischen Entwicklungsgeschichte ist, wo ja ganz klar Marx halt der theoretische Anfangs-, aber auch Ankerpunkt und immer noch ganz zentral in der Theorie ist. Wir als Anarchisten, wir als Anarchokommunisten, wir machen ja jetzt keine großen Proudhon-Lesekreise mehr oder suchen dann irgendwie die zentralen Einflüsse dieser aufgebauten anarchistischen Wissenschaft vom Proudhon ausgehend dann in irgendwelchen anderen Werken. Deswegen, also ich sehe auch Proudhon einfach nicht als diesen wichtigen theoretischen Anker, wie es jetzt ein Marx ist, das finde ich, kann man überhaupt nicht vergleichen, sondern wie du es eben gesagt hast, es ist halt diese historische Person, die häufig am Anfang dieser europäischen anarchistischen Entwicklungsgeschichte gesehen wird und für die historische Betrachtung wichtig, aber eben für unsere heutige theoretische und strategische Debatte eigentlich nur als nicht mehr aktuelles Beispiel von, was wir kritisieren würden, wichtig, weil es gibt ja auch keine Proudhonisten mehr, wo man jetzt irgendwie gegen argumentieren müsste oder so, oder viele Anarchisten, die noch so ein, wie bei Proudhon, dann irgendwie so eine Marktwirtschaft, aber eben mit so kleinen Kollektiven vertreten würden oder so etwas. Das ist ja einfach nicht mehr zeitgemäß und dementsprechend spielt es auch einfach keine große Rolle. Es gibt tatsächlich diese Leute, aber sehr, 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 sehr wenige. Also kaum Wirklich? zu Das nennen. gibt's so? Ja, das gibt es tatsächlich, ja. Spannend. Habe ich wirklich noch nie gehört. Es gibt ja tatsächlich einfach alles im Anarchismus, was man sich auch gar nicht vorstellen will mehr. Was ich nochmal wichtig dazu finde zu sagen, und ich glaube, dann haben wir das auch grob abgeschlossen. Es gibt ja auch Leute, die dann dazu übergehen, das auch auszuweiten auf zum Beispiel jemand wie Bakunin oder so oder auf andere historische Personen. Und da wäre ich dann sehr vorsichtig, weil natürlich ist es also so, wenn wir uns eine historische Person angucken, die jahrzehntelang, ihr ganzes Leben teilweise, so wie eben zum Beispiel Bakunin in der anarchistischen Bewegung aktiv war, dann wirst du natürlich sowohl vom Persönlichen her als auch vom, wie die Person sich inhaltlich entwickelt hat, was sie praktisch gemacht hat, diverse Sachen finden, die man kritisieren kann, die man kritisieren muss auch, über die man sprechen muss. Aber das wird sicherlich bei jeder Person, egal zu welcher Zeitspanne wir uns befinden, auch wenn man später jetzt das Leben von Joshua und mir oder von dem, der du das gerade hörst und du jetzt irgendwie 50 Jahre aktiv bist, dann wirst auch du in deinem Leben ganz viele Dinge da haben und Sachen gesagt haben, die du vielleicht mal bereust oder die da ja ein bisschen komisch sind oder wie auch immer. Und da muss man also ein bisschen genau hinschauen, aber bei Proudhon ist das halt eben so umfassend, so tiefgreifend das Problem, dass man das nicht ignorieren sollte. Aber wir sollten schon differenzieren dann auch zu anderen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Bakunin. Weiter im Text. Gut, nächste Frage ist dann, sollten wir uns mit Kommunisten verbinden, um gegen Nazis und das Kapital zu kämpfen? Die klassische Frage der Einheitsfront ein bisschen. Das ist auf jeden Fall eine große Frage und ich finde, das ist immer auch eine Frage, die ich sehr unterschiedlich auf den verschiedenen Kampffeldern beantworten würde. Also ich finde dieses ganz klassische Beispiel erstmal mit eben diesem antifaschistischen Bündnis, mit der antifaschistischen Einheitsfront eigentlich recht logisch. Und für mich habe ich das immer so ein bisschen damit begründet, dass wir da eben ein geteiltes Interesse haben. Weil von einem faschistischen Antikommunismus sind wir alle betroffen. Egal, ob es jetzt Maoistinnen, Parteikommunisten, die im Parlament wirken, selbst Sozialdemokraten oder eben wir Anarchistinnen davon betroffen. Und dementsprechend müssen wir da auch zusammenstehen. Und auch dafür sorgen, dass eben diese faschistischen Umtriebe nicht unsere Strukturen gefährden können. Ähnlich sehe ich das auch jetzt mal mit der Ausnahme von vielen parlamentarisch wirkenden Kommunistinnen und vor allem eben Sozialdemokraten auch in der Frage von eben politischen Repressionen. Auch mit beispielsweise der TKPML, mit verschiedenen maoistischen Gruppen oder ja, auch dann schwieriger mit irgendwelchen teilweise sogar anarchistisch wirkenden kommunistischen Gruppen würde ich solidarisch eben gegen staatliche Repression stehen, weil wir alle von diesen Repressionsverfahren betroffen sind. Und da finde ich es ganz logisch, da dann eben dieses gemeinsame Interesse aufzumachen, um dort auch einen gemeinsamen Kampf zu suchen. Das ist ja bei ganz vielen anderen Sachen eben auch so, wo wir unsere Bündnispartner eben dadurch finden, dass wir dort ein geteiltes Interesse haben. Und dementsprechend finde ich das total logisch. Anders wiederum sieht es dann häufig bei ganz vielen Kampagnen aus. Aber vielleicht erstmal, was du noch so dazu zu sagen hast. Ja, ich finde auch, es ist eine sehr große Frage und auch auf jeden Fall eine Frage, die ich zu unterschiedlichen Zeiten meiner Aktivitäten
sehr unterschiedlich betrachtet habe. Im Allgemeinen würde ich einfach sagen, dass dieser Gedanke von der linken Einheitsfront, unabhängig jetzt von diesen beiden Feldern oder vielleicht auch kommst du noch ein, zwei dazu, die du genannt hast, aber speziell unabhängig von krassen gesellschaftlichen Krisensituationen, ist halt wirklich eine Illusion, denke ich, weil einfach die Linke ist so zersplittert und so diametral entgegenstehend teilweise, also dass halt wirklich da Dinge sich drin wiederfinden, die einfach verfeindet sind und nicht nur auf einer reinen oberflächlichen oder identitären oder Szene-Sumpf-Ebene, sondern tatsächlich einfach sich die beiden Ansätze so stark entgegenstehen, dass es also eine Feindschaft letztendlich ist, weil man was völlig anderes möchte, völlig anders agiert und so weiter. Deswegen ist das eigentlich sowieso nicht vorstellbar, außerhalb von eben einer Krisensituation. Und in einer Krisensituation, wenn also zum Beispiel dann ja der Faschismus vor der Tür steht oder ein großer Krieg oder sonst irgendwas, also dann eher im eigenen Land, dann ist es also eine andere Situation. Und selbst da, wenn man sich historisch anguckt, ist es ja durchaus so, dass in Deutschland zum Beispiel, da gab es in manchen Orten dann, kurz vor der Übernahme der Nazis der Macht, gab es Einheitsbündnisse von Sozialdemokratie bis Anarchisten und Bolschewisten und so weiter. Aber es gab auch ganz viele Städte, wo der Kampf von zum Beispiel Anarchisten und Bolschewisten genauso erbittert war wie der Kampf von Anarchisten gegen Nazis oder der Bolschewisten gegen die Nazis. Und da muss man also ein bisschen gucken. Und das hängt dann auch, denke ich, viel von den jeweiligen Akteuren ab, wie vernünftig die sind auf einer lokalen Ebene auch. Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich auch nochmal für die historische Betrachtung, glaube ich, ganz spannend, unsere Folge zur Kritik des Antifaschismus, wo wir gerade auch nochmal über den Punkt etwas intensiver sprechen. Ja, aber du hast es ja schon richtig angesprochen, eben diese komplette Unterschiedlichkeit in eben Strategieansätzen und auch in der theoretischen Ausrichtung. Das, finde ich, sieht man, was ich am Anfang einmal gesagt habe, eben sehr häufig sehr gut in solchen Kampagnensachen, wo es dann selbst eben zwischen unterschiedlichen anarchistischen Gruppen, die sich dann dort da, oder antiautoritären Gruppen, die sich in so einem Bündnis für irgendeine Kampagne zu, was weiß ich, für gerade einer Städte- oder bundespolitischen Sache zusammenschließen, wo man dann wirklich komplett unterschiedliche Analysen hat von eben, warum handelt der Staat so? Und was ist es überhaupt, was wir jetzt an dem Handeln des Staates oder eines bestimmten Konzerns oder was auch immer dort kritisieren? Und dementsprechend dann natürlich auch komplett unterschiedliche strategische Ansätze. Da finde ich es dann echt nicht sinnvoll, daraus dann zu versuchen, über eben dieses sehr beliebte Mittel von so einer Kampagne da irgendwie eine gemeinsame Forderung oder so zu entwickeln, weil häufig ist die komplett weich gewaschen und da wird dann mehr darüber gesprochen, dass man irgendwie versucht, diese komplett unterschiedlichen Ansätze unter einen Hut zu bringen, als wirklich sich dann an so einem sozialen Kampf zu beteiligen. Und das ist ja auch das Schlimme daran, dass häufig diese Kampagnen dann auch einfach abseits von diesen sozialen Kämpfen laufen, weil man dann ja lieber sich mit den anderen linken Gruppen zusammenschließt. Und da vielleicht dann auch einfach nur noch mal so als Appell am Ende, ich finde es echt viel wichtiger, dass wir uns dort dann eben an diese Gruppen, an diese Bewegung anschließen, die aus der Gesellschaft selber kommen, die uns dann vielleicht auch einfach inhaltlich so gesehen auf den ersten Blick nicht so nahe sind, weil sie vieles nicht so ausformuliert haben oder jetzt ein so tolles Verständnis von eben, was ist jetzt der Staat oder von Antisemitismus haben, wo wir aber wirklich mitarbeiten können, als jetzt dort sich dann wieder mit den gleichen linken Gruppen zusammenzufinden, wo wir am Ende des Tages dann nichts erreichen und uns einfach nur darum drehen, zu versuchen, jetzt eine gemeinsame Pressemitteilung, ein gemeinsames Statement rauszukriegen, wo sich dann wirklich dann alle linken Gruppen irgendwie drin wiederfinden. Davon halte ich wirklich nichts. Ja, vollkommen. Was ich vielleicht auch noch wichtig von mir dazu zu sagen finde, ist, dass einfach eine Erkenntnis, die sich so die letzten ein, zwei Jahre eigentlich auch so ein bisschen aufgebaut hat, ist, dass es durchaus so ist, dass es einige kommunistische Gruppen, vielleicht sogar autoritär-sozialistische Gruppen gibt, die in manchen Punkten oder auch in einer gewissen Grundhaltung zu der Politik, die man macht und wie man die Gesellschaft betrachtet, so was halt zum Beispiel Klassenverständnis angeht, wie man Agitation betreibt, wie man mit den Menschen redet, dass man eben nicht so Szene-Politik machen will und so weiter, dass das durchaus dann oftmals näher ist und man sich da eigentlich ganz gut austauschen kann und ganz gut auch, selbst wenn man dann in ganz vielen anderen Punkten sehr unterschiedliche Ansichten hat,
gut gemeinsam weiterentwickeln kann, auch irgendwo. Und dass man sich dann da manchmal auch näher ist als gegenüber anderen Teilen, zum Beispiel im Anarchismus, die dann sehr individualistisch sind, die dann eine ganz, ganz, ganz andere Welt von Politik vertreten, sodass es da überhaupt gar keine Berührungspunkte geben kann eigentlich. Das ist so ein bisschen so eine Erkenntnis, die sich bei mir auch durchgerungen hat. Und das ist natürlich gleichzeitig ein bisschen schwierig, weil es ein sehr ambivalentes Verhältnis ist, wo wir eben diese Kritik an dem staatssozialistischen Weg niemals vergessen, beziehungsweise nicht nur nicht vergessen, sondern einfach herausarbeiten und herauskehren müssen, wie offensichtlich falsch dieser Weg ist. Wir werden oft gefragt auch zu dieser Thematik und wir werden da auch nochmal eine eigene Folge zu machen, aber haben es bisher eben noch nicht geschafft. Aber soweit vielleicht zu dieser Thematik. Okay, dann unsere dritte und letzte Frage für heute ist die Frage, das kam jetzt auch zweimal, das Thema der kulturellen Aneignung. Das kam deswegen, weil es in, ich glaube, Hannover war es, hat Fridays for Future eine Person ausgeladen, die dort auftreten sollte mit ihrer Musikband und von Fridays for Future wohl eingeladen wurde und die Sängerin hat eben Dreadlocks und das ist tatsächlich in der Öffentlichkeit jetzt so diskutiert, also in den Massenmedien wird darüber gesprochen, dass diese Person jetzt ausgeladen wurde und dass sich dann Fridays for Future irgendwie entschuldigt hat über den Ton, wie dann das geschehen ist und solche Nummern und wir haben uns dazu bei Instagram in unserer Story auch geäußert, also das halt quasi kritisiert oder gesagt, wie absurd diese Situation ist für uns. Und daraufhin waren eben ein paar Diskussionen auch um diese Frage und auch jetzt zweimal diese Frage und deswegen eine gute Möglichkeit, nochmal auf diese Frage der kulturellen Aneignung einzugehen. Ja, auf jeden Fall ein richtig heißes Eisen, was wir dann jetzt heute anpacken. Das ist ja auch, glaube ich, wirklich was wir nicht nur jetzt eben an diesem Punkt mehrfach gefragt wurden, sondern auch einfach, was sich jetzt schon durch die Podcast-Geschichte zieht, dass Leute immer und immer wieder, ein Statement von uns zu dieser ganzen Geschichte hören wollen und was wir auch selber beide eben in dieser ganzen Diskussion mehrfach auch in unserer eigenen politischen Laufbahn so mitbekommen haben. Ja, und vielleicht erstmal am Anfang, da das ja wirklich ein sensibles Thema ist. Für mich ist das auch immer so eine Sache gewesen, darüber zu reden, weil mich hat das einfach gar nicht so sehr jetzt interessiert, weil auf der einen Seite fühlte ich mich eben von kultureller Aneignung, da ich ja eben nicht von Rassismus betroffen bin, nicht irgendwie verletzt oder angestoßen. Und genauso bin ich auch einfach eine Person, die so gut wie keine, wenn man das so sagen kann, Kultur sich aneignet. Dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht das Problem, dass mir mal gesagt wurde, dass ich mir jetzt die Haare schneiden gehen sollte oder was weiß ich, dass ich jetzt, keine Ahnung, den Native American Wandschmuck eben von meiner Tapete runternehmen soll. Erstmal finde ich da in dieser ganzen Diskussion, das, was für mich immer am spannendsten war, war eben nicht diese persönliche Kritik an kultureller Aneignung, da werden wir ja sicherlich gleich auch nochmal zu kommen, sondern vor allem erstmal die Frage, wo das auch mit eben Klassenunterdrückung und eben finanzieller Macht einhergeht. Und da finde ich das dann eher eine spannende Frage, wo es dann beispielsweise um so Sachen geht wie Aufnahmen eben von indigenen Völkern, gerne auch dann polynesische Musik, die beispielsweise dann in die Weltmusik eingeflossen ist, wo manche Künstler dann im Westen eben eine Menge Kohle mitgemacht haben oder Aufnahmen auch von Indigenen aus Afrika, wo dann eben richtig Geld mit diesen traditionellen Klängen gemacht wurde oder wo dann eben das kulturelle Kapital von verschiedenen Orten ausgebeutet wird, um die Leute dann eben ja im Endeffekt wie in so einer Safari-Tour dort dann auszustellen. Oder auch dann eine spannende Sache eben mit Hip-Hop-Kultur, wo dann auch einfach viele von der Industrie aufgebaute weiße Rapper, die dann eben aus einem privilegierten Haushalt kamen, sich dann eben daran bereichert haben und vor allem noch viel spannender im Hintergrund von diesen Plattenfirmen, weil das ist ja das, was dann auch häufig vergessen wird. Da machen sich Leute dann eben über auch so einen Typen aus der Arbeiterklasse wie Eminem dann eben dort lustig, der halt selber im Trailerpark aufgewachsen ist. Aber viel wichtiger dann auch die ganzen Leute, die eben in diesen Plattenfirmen dahinter stehen, wo halt wirklich richtig, richtig reiche Leute dann aus irgendwelchen Bonzen-Suburbs in den USA dann richtig Kohle eben mit diesem kulturellen Kapital aus den schwarzen Arbeiterferien gemacht haben. Und das, finde ich, ist wirklich eine Debatte um kulturelle Aneignung, die man führen sollte, wo dann wirklich man die Leute, die dann an den Hebeln der Macht dort sitzen und damit Kohle machen, daran verdienen, was eben in den Arbeitervierteln geschaffen wurde, wie wir es auch schon mal in der Folge zu anarchistischer Kultur gesagt haben, wo eben diese ganze Kulturgeschichte
diese Schaffung von Wissenschaft etc. sich eben von oben angeeignet wurde, wie auch die ganze Arbeitskraft. Da finde ich es wirklich eine Diskussion, da, die kann man darum führen. Diese Leute nehmen dieses kulturelle Kapital weg und machen damit wirklich Erträge, machen damit Profite in Millionenhöhe. Aber was ich eben nicht so spannend finde und wo ich auch viel Kritik dran habe, sind dann eher diese individuellen Fälle, wo es dann darum geht, dass einfach irgendeine weiße Person, die eben Dreads trägt etc. Und da möchte ich erstmal zwischen unterscheiden, weil dieses erste Feld finde ich wirklich spannend und da gibt es auch unfassbar gute Arbeit von verschiedenen linken Initiativen, gerade aus den USA zu diesen Fragen. Das andere ist dann eben, ja, glaube ich, das, wo vor allem die Leute eben unsere Meinung zuhören wollen. Ja, das hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und das Problem ist ja, dass, also ich habe zumindest noch nie von dem ersten Punkt, den du genannt hast, also eben dem mit dem Klassenzusammenhang und der Frage von, ja, über kulturelle Aneignung, das Weiße eben ja Geld machen letztendlich mit indigener oder schwarzer Kultur. Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt, dass darüber geredet wurde oder dass dazu gearbeitet wurde. Kann sein, dass es das auch gibt, aber ich habe quasi, wenn ich diesen Diskurs um kulturelle Aneignung erlebt habe, dann habe ich ihn immer auf dieser individualistischen und ja ziemlich liberalistischen Ebene eigentlich auch gesehen. Also dass es dann eben um Einzelpersonen gibt, die halt irgendwelche Frisuren haben oder so. Und ich möchte vielleicht auch an der Stelle mal eine persönliche Geschichte erzählen, was so, ja, ein kleines Traumata auch einfach mit dieser ganzen Auseinandersetzung in meinem politischen Aktivismus war. Und zwar gab es, ich glaube, das dürfte so 2012 oder so etwas in Köln gewesen sein, zu der Zeit gab es eine ziemlich große antirassistische, international gut vernetzte Bewegung, die einmal im Jahr so No-Border-Camps, internationale No-Border-Camps zusammen mit Geflüchteten organisiert hat und das immer wechselnd in verschiedenen Ländern und Städten. Und in Köln war eben ungefähr zu diesem Zeitpunkt das No-Border-Camp dann auch beheimatet. Und tatsächlich konnte ich dann live miterleben, wie also diese ganze No-Border-Camp-Tradition, diese internationalen Treffen, die wirklich groß waren, die wirklich viele Aktionen gemacht haben, denen es halt gelungen ist, diese Verbindung von Geflüchteten und deutschen Aktivisten oder in anderen Ländern dann eben andere lokale Aktivisten und Aktivistinnen, diese Verbindung wirklich zu schaffen und zusammen Kämpfe gegen Rassismus zu führen. Und dieses gesamte Camp und diese gesamte Vernetzung ist also tatsächlich durch diese an der Stelle wirklich wirre kulturelle Aneignungsdebatte zerstört worden. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Da waren wirklich Situationen, wo hunderte Menschen in einem Plenum zusammensaßen und sich angeschrien haben, geweint haben, sich fertig gemacht haben. Es gab eben eine primär weiße Gruppe an Leuten, die diese Critical Whiteness-Diskurs auf eine sehr dogmatische und sehr, sehr autoritäre Weise auf diesem Camp vorangetrieben haben, wo sie Flyer verteilt haben, wo eine große Schere vorne drauf war mit der Überschrift Cut It Off. Und dann eine große Liste in der Innenseite von dem Flyer mit so dann eben Dreadlocks, aber auch so Tattoos, die man sich dann laut der Beschreibung der Broschüre aus der Haut schneiden solle, wo es dann zum Beispiel um Redskins oder so geht, wegen Rothäute, also eben noch völlig absurdere Geschichten. Und das war wirklich ein kleines Trauma und da haben sich ganze Gruppen zurückgezogen, ganze Strukturen aufgelöst deswegen. Und da würde ich doch sehr deutlich sagen, dass das also eine Sache ist, die ganz klar dem Kampf gegen Rassismus, den Kampf auch gegen weiße Vorherrschaft maximal im Weg steht, wenn sie so praktiziert wird. Und ich habe den Eindruck, dass diese Situation, wie wir sie jetzt erlebt haben, in eine ähnliche Kerbe schlägt, nur dass sie halt eben jetzt ja der Klimabewegung schadet, weil alle Leute natürlich sagen, die da drauf jetzt gucken, die nicht in der linken Szene sich aufhalten oder so, und selbst da viele, was soll denn diese Scheiße? Irgendwie unsere Klima geht zugrunde, überall ist Krieg und alles ist im Arsch und ihr unterhaltet euch über Haare. Das ist ja letztendlich das, und zerstreitet euch über irgendwelchen Haare. Das ist ja letztendlich das, was dann die Leute außerhalb von der linken Szene-Bubble sagen, dass wir halt verrückt sind an der Stelle. Ja, dann ist ja auch noch die ganze Frage von, wie man jetzt da dann irgendwie objektiv drüber redet, weil im Endeffekt geht es ja auch zumindest von dem, was dann gesagt wird und von dem, was dann auch mal wirklich dann eben von schwarzen oder POC-Personen gesagt wird, eben um einfach Emotionen, um Verletztheit, weil natürlich geht es auch um die dahinterliegenden Machtdynamiken, aber im direkten Fall geht es ja erstmal davon, ganz individuell, ist jetzt eine Person davon eben verletzt oder nicht? Und das ist halt dann auch immer eine individuelle Frage.
weil da habe ich sehr Unterschiedliches von unterschiedlichen Leuten gehört. Und ich finde, das ist dann auch bei dieser ganz direkten Sache einfach immer eine Fallfrage. Weil ich habe selber mitbekommen von eben Leuten, die sich in einem kulturellen Kosmos dann länger aufhalten und dort dann auch einfach tatsächlich, wie man immer so schön sagt, was an die Kultur zurückgeben, sich dann nicht einfach nur dran bereichern, sondern tatsächlich Interesse daran haben, das zu praktizieren oder Teil davon zu sein, da dann einfach so direkt zu urteilen und zu sehen, okay, da ist jetzt eine weiße Person mit Dreads, da ist eine weiße Person, die das oder das macht und das ist halt einfach schlichtweg problematisch, weil sie weiß ist und das eben von einer von Rassismus betroffenen Kultur angeeignet ist, dann doch einfach zu einfach. Und ich glaube, da sollte man dann wirklich vor allem nicht als weiße Person dann eben da direkt erstmal auf andere Weiße zugehen und die dann damit eben zulabern, sondern das ist vor allem eine Sache, die sollte dann geführt werden, wenn dann eben von Rassismus betroffene Leute dort vor Ort sind und die damit irgendwie ein Problem haben, die sich davon verletzt fühlen oder die das kritisieren. Und da muss man da eben einfach eine gemeinsame Lösung finden und versuchen, da dann einen guten Umgang zu finden. Eben um nochmal zurückzukommen auf das No Border Camp da in Köln, da war es eben auch so, dass es wirklich zwei Lager an der Stelle, auch bei den migrantischen Menschen, die dort vor Ort waren, bei den schwarzen Menschen, die dort vor Ort waren, gab zu dieser ganzen Frage der kulturellen Aneignung. Und es gab eben einzelne Leute, die das befürwortet haben und der größere Teil meiner Wahrnehmung nach hat dagegen argumentiert und hat gesagt, nein, wir müssen zusammen gegen Rassismus kämpfen, während diese kulturellen Aneignungs- und sehr dogmatische Auslegung von Critical Whiteness Leute gesagt haben, nein, wir können da nichts machen, das ist eine Angelegenheit, die wir weiß, müssen uns da komplett raushalten und so weiter und das ist alles Rassismus hier, dieses Camp und so. Daran sieht man und da habe ich es auch live natürlich dann auch gesehen und wahrgenommen, dass es da sehr unterschiedliche Ansichten gibt und da sollten speziell als Weiße doch wirklich nicht in einem starken Dogmatismus in dieser Frage verlieren, sondern da ein bisschen einen Schritt zurück tun und auch gucken, wie können wir halt zusammen in einem Klasseninteresse auch gegen Rassismus kämpfen, weil das bleibt doch immer noch das oberste Ziel, finde ich. Ja, ganz richtig. Und es geht uns ja auch in dieser Diskussion jetzt nicht darum, irgendwelche Sachen, wo man ganz objektiv sagen kann, das sollte so nicht passieren, dies dann irgendwie jetzt nochmal hier banalisieren wollen oder sagen zu wollen, naja, das ist dann immer eine Situationsfrage, sondern natürlich gibt es auch Dinge wie eben, sich wirklich Kulturen in einer negativen Weise anzueignen, in einer bösartigen Weise, um sich einfach darüber lustig zu machen oder wirklich traditionell extrem wichtige Dinge in einem total banalen Kontext zu tragen und was weiß ich, einen Native American Federschmuck irgendwie als Hipster-Party-Gadget zu sehen oder sich eben als Indigener oder noch viel schlimmer mit Blackface eben als Schwarzer dann auf einer Party zu präsentieren und sich dann darüber lustig zu machen in schlimmster rassistischer und klassistischer Manier. Nee, natürlich geht's nicht darum. Natürlich ist das eine Sache mit dieser kulturellen Aneignung, die immer zu einem gewissen Grad geführt wird. Ich meine, selbst die von euch, die nicht von Rassismus betroffen sind, werden das vielleicht kennen aus ihren Subkulturen beispielsweise, wo man sich dann eben über solche, ja, Poser, Nachmacher, Sellouts, wie auch immer, lustig gemacht hat. Oder selbst wir als anarchistische Bewegung kennen das, wenn wir uns darüber aufregen, wenn ein Circle A, wenn anarchistische Symbolik in irgendeinem komplett behämmerten Kontext fälschlicherweise verwendet wird. Und dementsprechend möchte ich auch wieder auf der anderen Seite natürlich sagen, wir sollten da auch einfach ein gewisses Verständnis dafür haben, wenn Leute sich darüber aufregen. Aber trotzdem, mir ist es wichtig, wie bei allen anderen Fragen auch, wie bei Sachen von Sprache, bei individuellem Konsum, bei Ernährungsentscheidungen, bei einfach solchen Verhaltensfragen, sollten wir auch bei kultureller Aneignung diese Diskussion solidarisch und offen führen. Wir sollten sie nicht einfach nur aussitzen. Nein, wir sollten sie führen. Wir sollten dabei aber auch immer sehen, dass wir eben mit der Gesellschaft als Gesellschaft kämpfen, mit allen ihren Ecken und Kanten. Und dass das eben nicht das Zentrale ist, sondern dass wir erst eher den Blick, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wirklich auf den systematischen Rassismus und auch auf diese systematische kulturelle Aneignung legen sollten, weil dort ist es wirklich, wo wir eben den Hebel ansetzen können. Und dort ist es auch, wo wir Kämpfe auch antirassistisch gewinnen können. Du hast es da auf jeden Fall auf den Punkt gebracht und von meiner Erfahrung, wie das damals auch bei dem Camp nochmal war, um das auch da von der persönlichen Ebene abzuschließen, ist es auch einfach so gewesen, dass diese Art und Weise von so einem dogmatischen und dass halt alle Weißen sich schlecht fühlen sollen und so weiter, weil sie weiß sind
und solche Geschichten, das ist wirklich super schädlich. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben in dieser Phase, um das auch nochmal persönlich zu sagen, mich nie so komisch verhalten gegenüber nicht weißen Menschen wie da. So, weil da war so eine Stimmung der Angst und des Misstrauens und dass man da so was ganz Verrücktes aufgebaut hat, dass man sich selber die ganze Zeit, während man dann halt mit nicht weißen Menschen interagiert hat, irgendwie, wie verhalte ich mich gerade? Und das hat dann erst recht dazu geführt, dass es sehr komisch wurde. Und das ist, glaube ich, was auf einer persönlichen Ebene auch nochmal mitspielt. Angst und so eine Form von Druck und soziale Ausgrenzung und so sind auch keine guten Berater, um sich mit seinen eigenen Privilegien und den Strukturen dahinter auseinanderzusetzen, sondern da brauchst du auch eine solidarische, sichere Atmosphäre. Okay, ich denke, damit haben wir es auch etwas länger als eigentlich gedacht, aber abgeschlossen und auch unser Q&A neigt sich dann, denke ich, ein Ende, oder Joshua? Ja, ich denke, für heute ist alles zu den Sachen gesagt. Natürlich sind das auch alles Punkte, wo man sicherlich immer mal wieder drauf zu sprechen kommen wird. Aber genau dafür ist ja eben auch unsere Folgenstruktur und hoffentlich, ja, was heißt hoffentlich, nächste Woche wieder auch unser Stream da. Ja, und in diesem Sinne würde ich dann sagen, freue ich mich, wenn unsere beide Quarantäne zu Ende ist und hoffe, dass ihr da nicht so große Probleme mit habt und schön draußen das Wetter genießen könnt. Alles Gute euch, Glück auf. Glück auf!